Man springt rein, löst sich, wenn man Skistöcke mit hat, von den Schlaufen, erreicht eine tragende Eisfläche, greift die Skistöcke ganz tief unten und arbeitet sie flach aus dem Eisloch heraus, bis die Eisdecke trägt. Danach sucht man eine freie Schneestelle, wälzt sie in dem Schnee. Der Schnee wirkt wie ein Schwamm, zieht gleich mal sehr viel Feuchtigkeit vom Körper weg. Und dann ist drauf und dran, Feuer zu entfachen.